Das war eine gute Entscheidung. Jeffrey McKeks bezüglich Kanalpunkte und Subgoals, ja, gibt's auch. Aber wir wollen darauf jetzt während des Events nicht so sehr darauf aufmerksam machen. Im Vordergrund sollten mehr die Spenden stehen. Ja, Risal, ich hab's ja kapiert. Ab und zu sage ich noch Trash Games, aber eigentlich sind Silly Games gemeint. Döner ist so teuer. Na gut, wenn man sich, weiß ich, einmal im Monat einen Döner holt, dann geht das ja noch. Vom Preis. Aber prinzipiell hast du durchaus recht. So, wir sehen ein schönes Spiel. Ja. Das jetzt auch scheinbar gleich losgeht. Ja, jetzt muss ich kurz gucken. Das ist jetzt 13:04. Nochmal 3 Minuten eingespart. Mhm. Oh, und wir sind fast bei den 700.000, sehe ich. Nice. Ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe das Gefühl, dass sie diesmal relativ viele Spenden einnehmen. Sonst ist es ja so, dass man so 2 Tage vor Eventende gerade mal die 1 Million erreicht hat und dann in den letzten, ich sag mal, in den letzten 24 Stunden kommt vor allem nochmal ordentlich was dazu. Also ich zahle für einen Döner hier beim Rathausplatz 7,50 €. Aber das ist dann auch gut investiertes Geld. Also der schmeckt auch gut. Ich glaube, ich zahle hier 4,50 € oder 5 € so in dem Dreh. Bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. So viel habe ich gezahlt, bevor die Inflation losging. Inflation losging, hat mir gefallen. Wir haben immer Inflation irgendwie. Ja, aber ist ein sehr inflationär. Genau. Ja, wir sind schon beim Donnerstag, klar, aber wenn ich mal so ein bisschen hochrechne, also ich glaube tatsächlich, dass wir zumindest vor diesen letzten 24 Stunden, dass wir da ein bisschen mehr zusammen haben als üblicherweise. Dafür kann aber in den letzten 24 Stunden weniger zusammenkommen, weiß ich jetzt nicht. So, die letzten 24 Stunden wird es wieder interessant werden. Bei Leaf, our man oder person oder wie auch immer, ja, wir sehen auch schon, wir steuern jemanden, der einen Laubbläser hat und gleiten fröhlich durch die Luft und können dadurch halt einiges skippen. Hi Acid, vielen Dank für deinen Raid. Ja, danke für den Raid, sorry, habe ich jetzt nicht gesehen, ich war zusammen mit dem Spiel. Okay. Ach so, wir wollten auch den Zaun rauf, der scheinbar oben auch nochmal. Ja, und dadurch, wir gleiten jetzt schon richtig durch die Gegend, skippen dadurch halt einiges. Und das ist eine Poolparty, wo wir gleich landen werden. Ja, ab geht's in den Untergrund. Genau. Was? Ja, das ist Reklame. Das ist halt die Kategorie New Game Plus with Ads. Ach so, ach, das ist im Spiel direkt. Ja. Oh, wow. Okay. Das ist im Spiel. Gibt man doch kann endlich diese Reklame eigentlich skippen. Ja, ja. Aber ist es denn immer dieselbe Reklame? Weißt du das jetzt? Ich hab mich ja auf die ohne Reklame vorbereitet. Ach so, okay. Okay, aber sehr, sehr seltsam. Ja. Beim, da unten steht auch schon Skip Enter. Geh doch darauf, Mädel. Geh doch darauf. Wir sind jetzt im Untergrund und werden erstmal ein bisschen Ratten verscheuchen und Laub wegblasen. Mhm. Nur irgendwie, die Leute mögen das nicht. Die verfluchen uns dafür. Ja. Schimpfen uns. Kann ich gar nicht verstehen. Also wenn sie da einer... Genau. Ja, und das jetzt irgendwie an Automaten und irgendwie Anti-Love-Player, ja, Prepare to Burn Out, aber wir stehen das irgendwie so, dass der Automat sich dann selber zerstört. Okay. Potatoes can't make games without... Achso, Potatoes can't make games without them. Stand da im Hintergrund gerade. Ich glaube, darauf sollte man auch mal... Oh Gott, noch eine Reklame. darauf sollte man vielleicht auch mal so ein bisschen achten auf den Hintergrund. Wow. Eine gute SpongeBob-Folge mit dem Laubbläser. Oh, da hatten... oh Gott, wer war das alles? Blue hat da gestern Blue während... Lito,
genau, und irgendwann noch, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Die hatten da halt eine schöne Diskussion über gute SpongeBob-Folgen. Bei dem, Powerwash Simulator, genau. Die ja da so ein SpongeBob ihn drin hatten. So ein SpongeBob-DLC. Och, Farnox, das Spiel wird noch wilder werden. Das Spiel wird noch sehr viel wilder werden. Ja, Stop the East. Wir sollen den Bankraub aufhalten. Tun wir allerdings nicht. Stattdessen nutzen wir die Person da und ja, überspringen die Straße. Es wird heißt ausgesprochen übrigens. Heißt, okay. Heißt. Genau. Das heißt. Das ist so eine ja. Das ist eine Anti-Laubbläser-Demo. Die ignorieren wir einfach. Mhm. Da ist wieder so ein Turret, den wir zerstören müssen. Ich finde, das Spiel hat was von einem Lego-Game. Ja, stimmt, so ein bisschen. Jetzt, wo du sagst. Bis heute Abend, Taros. Jo, bis dann. Ja. Zone complete. Anyway, I don't care about what you have to say now. Mean. It's a speed run still. We have to skip the rest of the dialogue. Everyone hates you. Oh. By the way, this is the only actual ad in the game. So hot. The ads that you put back in the game, the developer Kubazar, who again, indie dev. Ach so, die nächste Ad ist das Ende, ja. Basically his descent into capitalism effectively. Was ist das für eine komische Kategorie? Ich meine, wir haben eine Estimate von 19 Minuten und gefühlt die Hälfte davon geht nur für die Ads drauf. Hast du jetzt im Kopf, wie lang die Kategorie ohne Ads gewesen ist? Also, wo da der Weltrekord war? Mhm. Oh, Unterschied ist gar nicht mal so viel. Ach so, war das ein Incentive oder Bitwar? Das war ein Incentive. Ah, okay. Gut, dann haben die Zuschauer selber entschieden, dass sie die Ads mit drin haben wollen. Wow. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Rain on Europe. Was nur? Die haben damit beworben, ja, das Spiel Rain on Your Parade. Das Spiel existiert. Es existiert wirklich. Es ist keine Fake-Reklame. Okay. Sie liegen richtig. Es existiert wirklich. Oh Gott. Ja, wir steigen jetzt in die Rakete rein. Und dann, ja, weil wir von der Erde quasi verbannt worden sind. Wieso unterstützt man so ein Game? Ja, weil es einfach zum, also sehr passend für einen Silly Block natürlich ein sehr, sehr doofes Game eigentlich ist. Aber darum geht es ja in diesem Block. Und es gibt deutlich schlimmere Sachen als das hier. Das ist ja harmlos, bisschen doof, bisschen lustig. Und die nächste Reklame, aber die kennen wir schon. Oh, aber ich sehe gerade, irgendwie ist der Mainstream bei mir hinter unserem Restream. Ich habe eben die Quelle refreshed. Ja, nee, das lag, glaube ich, daran, dass das bei mir das irgendwie vorhin mal gebuffert haben muss. Und ich das seitdem gar nicht gemerkt habe. So. Jetzt bin ich bei 6, 25, 26, 27. 6, 23, 24. Muss man kurz refreshen. Oh ja, ja, wollte ich gerade sagen. 6, 32, 33, 34, 35. Oh ja, du bist ganz knapp hinter mir jetzt, aber das passt. Ein anderes Genre ein bisschen so spielerisch als üblich. Sonst mal gefühlt immer nur Zelda, Mario, Pokémon, das Celeste dabei. Celeste kommt ja heute, Celeste 64. Aber das werde ich nicht kommentieren. Ja, aber tatsächlich haben sie da ein bisschen Variation mit reingebracht. Bin aber ich auch der Meinung. Nicht verkehrt. Genau. Vor allem, es sind diesmal keine, weiß ich, neuen Megamans oder so. Das war ja teilweise richtig schlimm. Nicht mal Zelda, sondern wirklich Megaman. Okay, Oh, ist da Laub im All? Eigentlich so. Müssten wir jetzt auf dem Mond sein und dort dann Laub wegblasen. Aber uneigentlich, ja. Also da ist sowas zu sehen auf der rechten Seite. Das könnte der Mond sein. Der aber auch sehr klein aussieht, ehrlich gesagt. Naja, egal. Der aber, ach, die nächste Werbung. Wow. Ja, kann ich auch YouTube gucken. Also. Schlimm. Und stell dir mal vor, irgendwelche Leute gucken das nachher auf YouTube, dieses Commentary, und haben dann die eigentliche Werbung plus die Werbung immer noch dazu.
freuen sich, wenn sie eine Werbung skippen können. Und direkt danach kommt dann die Werbung hier, diese, die nicht geskippt wird. Ja. Aber ich bin eine Sekunde hinterm Stream und du bist dann eine Sekunde hinter mir. Ja gut, aber das geht noch. Ja. Das geht noch. Da haben wir schon Schlimmeres gehabt. Der baut eigentlich immer diese langweiligen Pokémon-Runs ein. Keine Ahnung. Also ich kann damit ja auch nichts anfangen, aber da gibt es ja genug Fans. Jetzt hat er eine Fanbase. Genau. Nee, hier im Weltall, beziehungsweise jetzt auf dem Mond, gehe ich mal davon aus, dass wir unseren Laubbläser auch benutzen, uns voranzutreiben. So, genau. Wozu stellst du die Frage, wenn du das schon siehst? Weil du, eben haben wir uns durch Luft bewegt mit dem Laubbläser. Ja, aber das war tatsächlich trotzdem eine Vermutung, weil ich es nicht hundertprozentig gesehen hatte in dem Moment. Das ist so ein kleiner Bosskampf in Anführungszeichen. Mhm. Wir sind einfach nur durch mit dem Fels zu klopfen. Mhm. Übrigens, im Hintergrund hat man auf dem Schild auch dieses VPN-Ding gesehen, da, wofür ständig Werbung gemacht wird im Spiel. Also selbst da ist Werbung. Das böse Laub hat die Herrschaft übernommen. Okay. Ja, gut. Seltsame Geschichte. Ja. So, und damit gehen wir in den nächsten Spielemodus. Horde-Modus. Du dürftest dich da an ein bestimmtes Spiel erinnert fühlen. Ich vermute mal Vampire Survivors? Yep. Okay, aber das Spielkonzept könnte tatsächlich sehr spaßig werden. Aber extrem Vampire Survivors. Also auch mit den Schädeln, die Erfahrungspunkte geben, also quasi die Edelsteine dann. Warte mal, bis ein Level abkommt. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Aber da könnte Risa jetzt nämlich auch wieder ein bisschen mitreden. Der hat das ja auch eine ganze Weile gespielt. Also mittlerweile gibt es ja auch weitere Spiele im Stile von Vampire Survivors. Da kann ich... Rotato gibt es ja unter anderem. Genau. Nee, da kann ich den guten Dex empfehlen, der ja Anfang des Jahres eigentlich auch mal bei einem Commentary von Vampire Survivors dabei sein wollte. Hat dann leider nicht ganz funktioniert. Aber der spielt da etliche Spiele dieser Art. Also schaut da gerne mal rein. Death Must Die, genau, das auch. Ich dachte, du wolltest was sagen gerade. Erstmal was trinken. Ja, im Prinzip ist ja die perfekte Möglichkeit, Spenden vorzulesen, weil wir sehen ja, was hier geschieht. Genau. Also grundsätzlich, ich kann ja mal ein bisschen was zu dem Konzept erzählen. Falls du eine Spende hast, dann kannst du ja dazwischen reden. Schon mal kurz für Konzerte der Welt schon mal reden. Also grundsätzlich läuft das Ganze so ab, dass wir selber nicht angreifen können, sondern die Waffen werden halt in einem bestimmten Intervall immer ausgelöst. Das hängt immer von der Waffe ab und von unseren Stats. Und es kommen halt im Endeffekt Horden von Gegnern auf uns zu. Also im Moment ist das alles noch harmlos, das wird noch viel, viel mehr. Und wir kriegen halt Erfahrungspunkte von diesen Gegnern. Und immer wenn wir ein Level aufsteigen, haben wir in dem Fall drei Auswahlmöglichkeiten für neue Waffen oder Items oder Verbessern von aktuellen Waffen und Items. Und diese Art und Weise werden wir immer stärker. Aber die Gegner werden halt im Laufe der Zeit auch immer stärker und zahlreicher. Und am Ende geht es darum, dass wir uns ein Build aufbauen, der geeignet ist, halt auch die immer höheren Anforderungen zu erfüllen. Immer mehr Gegner zu töten. Also Vampire Survivors ist echt witzig. Kann man Stunden, also ich habe, ich glaube so auf dem PC, glaube ich, 500 Stunden oder so darin investiert. Ich habe es mir jetzt in meinem Urlaub sogar für die Switch noch geholt.
Und ich hatte es vorher auch auf Handy mir mal geholt, aber da habe ich es nicht lange gespielt. Und in meinem Urlaub habe ich jetzt auf der Switch immer mal wieder so zwischendurch gespielt, immer wenn mal Zeit war. Also da habe ich natürlich eigentlich anderes zu tun, aber... Und auch da, also ich glaube, in der Switch-Version habe ich mittlerweile auch schon 100 Stunden nur so zusammen. Ich habe hinterher auch noch ein bisschen gespielt. Bounty of One, okay, das kenne ich jetzt gar nicht. Das sagt mir noch nichts. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe jetzt bei Dex schon eine kleine Weile nicht reingeschaut, einfach weil mir die Zeit dafür fehlte. Also, was solche Spiele angeht, kann man da eigentlich mal ganz gut up-to-date bleiben. Wobei ich aber auch dazu sagen muss, außer Vampire Survivors habe ich noch keins von den anderen Spielen da ausprobiert. Aber einige sahen tatsächlich sehr interessant aus, da war ich immer schon kurz davor, mir das mal zu holen. So, we got about 30 more seconds for donations. Achso, ja, die grüne Leiste unten ist übrigens unsere HP-Leiste. Die blaue halt die XP-Leiste, also die Erfahrungspunkte. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt in dieser Kategorie hier das Ziel sein soll. Überleben. Ja, aber wie lange? Halt weil... 5 Minuten überleben. Ach, 5 Minuten. Ah, okay, gut. Das war die entscheidende Info. Die fehlt mir jetzt noch. Ich glaube, das stand am Anfang mal dabei, ne? Das sein? Ja. Okay. Na gut, wir sind jetzt bei 4:27. Aber ich denke mal, das wird was. Wir haben noch fast voll Energie. Wie gesagt, probiert das Konzept mal aus. Probiert diese Art von Spielen mal aus. Beim Vampire Survivors, das Grundspiel kostet ohne Rabatt, ich glaube, 5 Euro. Also da, nee, weniger, glaube ich sogar. Ja, also da macht man überhaupt nichts falsch. Und die 3 DLCs, die es bisher gibt, oder die 3, ja doch, sind 3 DLCs, kosten jeweils 2 Euro. Also. Nee, Lotus. Also dafür ist die Luft schon ein bisschen zu sehr raus. Möbius, das hatte ich für die Leute, die nicht wissen, was damit gemeint ist, Möbius Final Fantasy, hatte ich nachher eine Spielzeit von knapp über 4000 Stunden innerhalb von, ich glaube, 2 Jahren oder so. Also das war richtig heftig. Und dann ist es halt offline gegangen, dann konnte man es nicht mehr spielen. Und Vampire Survivors habe ich jetzt, weiß ich, ich sag mal einfach 500 Stunden. Aber das spiele ich halt jetzt nicht mehr so exzessiv. Ich habe immer mal so eine Phase, wo ich mir dann taglang denke, ja, spiel's mal ein bisschen. Vor allem, wenn irgendwie neuer Content gekommen ist, aber ansonsten ist da der Zauber ein bisschen verflogen. Ah, 3,74, okay. Ja, ja, also das ist auf alle Fälle gut investiertes Geld. Wenn man diese Art von Spielen mag. Ist halt eine sehr passive Spielweise. Weil man, wie gesagt, die Waffen nicht selber auslöst. Das habe ich am Anfang nämlich nicht verstanden. Und habe mich dann gewundert, warum ich manchmal schießen kann und manchmal nicht. Und ich dann realisiert habe, ja, das wird alles einfach in einem Intervall automatisch ausgelöst. So, hier haben wir jetzt einen Boss. Ja, Elite King. Genau. Und den müssen wir jetzt besiegen und dann war es das. Dann geht es auf den finalen Akt. Genau. So. Oh, schade, ich habe die Stats da am Ende nicht mehr gesehen. So, das ist halt das Finale. Es ist alles dunkel, es ist alles düster. Mhm. Es ist immer mysteriöser. Und dann irgendwann fehlt. I'm too old for this. Ich muss aber auch dazu sagen, Möbius Final Fantasy hatte ich oftmals gestartet und dann hatte ich, weiß ich, zum Beispiel im Discord irgendwas geguckt und habe dann vergessen, dass das im Hintergrund noch läuft und habe dann YouTube-Videos geschaut oder sowas. Also da habe ich halt sehr viel Zeit auch das Spiel einfach offen gehabt, ohne mich daran zu erinnern. So, hey, wir haben wieder unseren Werbetreibenden da, ne? Vorsicht, Warnung vor Flashing Images. Oh ja. Mhm. Ach, das wird von GDQ selber eingeblendet, ne? Ja. Ich dachte, das ist Teil des Spiels gerade. Nee, das kommt von GDQ selber. Mhm. Ah, Rotator, okay. Dieses
düster, dieses Fantasy-artige, da muss ich noch mal gucken. Ich glaube, das war doch Death Must Die, ne? Keine Ahnung. Da muss ich noch mal gucken, auf alle Fälle. Das würde ich mir dann wahrscheinlich noch mal holen jetzt, oder überhaupt mal holen. Aber während des Events habe ich eh keine Zeit dafür. Also. Ja, jetzt müssen wir das bei dem Boss hier besiegen. Mhm. Dann Angriffen aus. Beziehungsweise schleudern die auf ihn zurück. Mhm. Hören die Fernseher am Rande. Achso, die großen Fernseher, die müssen wir einfach nur aus dem Weg räumen, ne? Ich dachte, die kann man auch irgendwie auf ihn schleudern. Fight the ads, genau. Oh ja, thanks for getting the ad-free version. Yeah, I'm just gonna go bug people that didn't get that version. And, Jo, und sobald wir den Boss besiegt haben, ist dann auch Time. Okay. Und bam. Da bringt es übrigens nichts, mehrere Monitore in seine Richtung zu schleudern, weil er trotzdem nur einmal Schaden nimmt. Die explodieren ja eh alle zur selben Zeit, also. Beim letzten Treffer kommt gleich Zeit, wurde gerade gesagt. Die haben nur nicht genau gesagt, wie viele Treffer das noch sind. Und, war's das? Nee. Ich habe jetzt ehrlich gesagt aber auch gar nicht mehr mitgezählt. Ah, da ist Time. Das war der letzte Treffer. Rip Estimate, war das... Ja, okay, war over. Ja, ein bisschen über Estimate. 19 Minuten, 36 Sekunden und 9 Zehntel. Also ich hätte ja einen Mercy Kill gemacht. Nein. ich muss dazu anmerken, ich habe mich ja für die Kategorie No DLC entschieden. Mhm. Nein, No Ads entschieden. Vorbereitet, meinst du? Ja. Mhm. Und da gibt es diesen finalen Bosskampf nicht, weil du halt weil du halt keine Ads siehst. Ach ja, weil klar, du halt die Ads es gibst. Und das wird nur halt gesagt, hättest du die Ads gesehen, also die Reklame, dann wäre jetzt hier Gegenswoman's Lungen. Ah, okay. Ja, das ist auch mal eine interessante Möglichkeit, die Leute zum Ads schauen zu bewegen. Also ich habe das gefeiert, dass ich das gesehen habe bei der Vorbereitung. Das glaube ich. So, dann haben wir als nächstes Wild Woody. Ist Woody Woodpecker? Nein. Okay. Lass mich raten, im ersten Moment hast du auch gedacht, das ist Woody Woodpecker? Okay, schade. Weil ich im ersten Moment halt schon die ich merke gerade, dass es, weil ich halt im ersten Moment schon die Notes auf hatte. Mhm. Okay. Boss freischalten über Werbung angucken könnte die Idee von EA sein. Oh ja. Nur da wäre es dann echte Werbung, nicht sowas Lustiges wie hier. Oder Ubisoft. Ja. Wobei, so Geldmacherei, das verbindet man eher mit EA, würde ich sagen. Ja. Aber stimmt, Ubisoft ist da jetzt auch nicht so viel besser. Nicht wirklich. Ja, aber hat er sogar gut gemacht. War ein schöner Run.